Die Skulpturen in Issum wurden von den Künstlern Clemens Pasch und Reinhard Maria Bongartz geschaffen. Beide Künstler fühlten sich mit Issum stark verbunden. Issum liegt linksrheinisch im niederrheinischen Tiefland. Durch das Gemeindegebiet fließt die Issumer Fleut. Im Ortskern finden sich denkmalgeschützte Gebäude, wie auch schmale, interessante Gassen. Im Ort gibt es verschiedenste Unterkünfte und auch Gastronomie. Viele Spaziergänger und Radfahrer erholen sich in diesem Naherholungsgebiet. Die evangelische Kirche in Issum stammt aus den Jahren 1838 und 1839. Später sind Stilelemente wie die Außenfassade und der Turm im Stil der niederländischen Renaissance umgestaltet worden. Haus Issum ist ein alter Adelssitz mit Wasserschloss und einem angrenzenden Park. Das 1993 eröffnete Heimatmuseum Histörchen beherbergt eine Sammlung zur Geschichte des Ortes Issum. Seit September 2005 ist die Herrlichkeitsmühle nach mehr als 50 Jahren Inaktivität wieder in Betrieb. Durch den Einbau eines neuen Mahlwerks kann nun wieder Mehl produziert werden. Eine Besichtigung der Mühle und eine Führung sind möglich. Na, und was gehört noch zu Issum? Richtig, die Altbierbrauerei Diebels. Das Traditionsunternehmen Diebels
wurde 1878 vom Krefelder Braumeister Josef Diebels in Issum gegründet. Ab 2005 wird auch Bier nach Pilsner Brauart produziert.